Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zwei Kämme vorstellen. Ja, und zwar diese beiden hier. Echt besondere Dinger. Einmal im Springmesser-Design und einmal im Butterfly-Messer-Design. Das Butterfly kostet 6,99 € und dieser ca. 4 € auf Amazon. Links habe ich euch in die Videobeschreibung gesetzt. Gibt es auch noch in vielen verschiedenen Farben hier. Aber ich habe den klassischen gewählt. Mit dem gebürsteten Stahl-Look. Genau. Und ich fange mal an mit dem hier. Wirkt auf den ersten Blick etwas billig. Ich meine, ist ja auch billig, also vom Preis her, für 4 €. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Womit ich sagen will, es geht nichts dran kaputt. Jedenfalls ist bei mir noch nichts kaputt gegangen. Und er erfüllt definitiv seinen Zweck. Also hier Plastikteile. Und hier dieser coole Look. Noch so eine Öse hinten. Und ja, alles andere ist Metall. Hier ist der Knopf, den man ihm ausspringen lässt. Und hier ist der Verschluss. So ist es einfach verschlossen und so ist er offen. Wenn er verschlossen ist, geht er in der Tasche nicht auf, was sehr praktisch ist. So, offen. Und die Klinge mit den Zinken springt heraus. Es funktioniert alles sehr sauber und problemlos. Ja, made in China. Stainless Steel. Und ja, dieser Metallsteg hier verleiht Stabilität dem Ganzen. Und ja, aber die Zinken, beziehungsweise das Ganze hier vorne, ist aus Plastik. Finde ich jetzt nicht negativ, weil man sich ja damit kämmt. Und auf jeden Fall ist diese Plastik hier weniger schädlich für die Haut. Ist natürlich nicht so hart und man kann sich kratzen. Deswegen ist das ganz gut gemacht. Für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu fein. Also die Zinken sind sehr eng. Die Zwischenräume sind klein. Aber wer feine Haare hat, wird damit zufrieden sein. Zum Test kommen wir gleich. Und der Butterfly-Kamm ist relativ schwer. Wiegt ja gefühlt das Dreifache wie der andere. Aber er ist auch ziemlich hochwertig gemacht. Ist vielleicht nicht ganz glatt überall. Aber auch nicht so, dass man sich wehtut. So, ist noch okay. Aber hätte man doch ein bisschen mehr abschleifen können. Was mir an dem sehr gut gefällt, was ja bei Butterflies immer das Problem ist, dass die Verbindungen schnell lapprig werden und billig sind. Hier sind sie wirklich dick gemacht und sogar mit Schrauben. Man kann das Ganze also nachziehen. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann der Verschluss. Geht problemlos und leicht auf. Man muss noch ein bisschen Kraft aufwenden, um das Ganze wieder zu schließen, weil der doch schon ziemlich massiv ist. Aber alles im grünen Bereich. So, sieht das Ganze dann aus. Wenn man es schließt, ist auch ziemlich groß. Sieht auf jeden Fall nice aus. Hier unten ist nochmal Benchmade mit einem Schmetterling als Logo eingebaut. Gebrannt, eingegraviert. Und hier sind die Klinge mit den Zinken. Hier sind die Zwischenräume viel, viel größer als bei dem anderen Kamm. Wie man sieht, sind die Zinken nicht alle wirklich perfekt ausgefräst, was ich jetzt aber nicht für so schlimm erachte. Das Ganze hätte etwas, wie soll ich sagen, mehr entgratet sein können. Hört man hin? Ja, damit kann man sich gut kratzen, wenn der Mückenstich juckt, aber auf der Kopfhaut ist es dann ein bisschen unangenehm, wenn man zu doll aufdrückt. Ja, sollte man wissen, ist etwas rau, also scharfkantig, aber ist noch okay auf jeden Fall. Man kann sich kämmen, ohne dass es weh tut. Genau. Also das sind auf jeden Fall die beiden Kämme. Einer sehr fein und einer ziemlich grob. Schauen wir uns das Ganze doch mal am lebenden Objekt an, also am Objekt. Dieser wundervolle Kopf. Fangen wir mal mit dem an. Also das Ganze ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem echten Haar, weil die ein bisschen widerspenstig sind. Aber er käme dann auf jeden Fall problemlos durch. Und hier hängt kein einziges Haar drin. Also er reißt auch nichts mit raus. Und dann der feine.
ist für Asiaten oder Frauen mit sehr glattem, langen Haar auf jeden Fall geeignet, wenn man strohiges oder dickes Haar hat. Das ist ein bisschen doof, weil die Zwischenräume schon sehr fein sind. Genau. Erinnert ein bisschen an so einen Nissenkamm. Dieser ist auch angegeben als Bartkamm oder eben für Männerhaar. Eher für Männer hier. Oder hier. Dieser für Frauen, Kinder oder Männer mit sehr feinem Haar. Genau. Also das sind die beiden Kämme. Finde ich wirklich gut, so als Gag. Ich weiß nicht, ob man immer damit rumlaufen muss. Auf jeden Fall cool. Ich meine, das Design ist ja wirklich sehr lebensecht mit dem Springmesser beziehungsweise diesem Butterfly. Und ja, ich glaube, für das Geld kann man da wirklich nichts falsch machen. Ist auf jeden Fall überall ein Gag. Es könnte auch ein gutes Geschenk sein. Und ja, für das Geld macht ihr nichts falsch, kann ich einfach nur so sagen. Danke fürs Anschauen dieses Videos, wenn ihr es euch irgendwie kaufen wollt. Wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Anschauen. Euer Max Herzberg.